Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 137. Eine Seele von Mensch. Die Partie Schach, wegen der Remus eigentlich Hermine aufgesucht hatte, war längst vergessen. Sie unterhielten sich über alles Mögliche, während Hermine über die morgigen Risiken in Hogsmeade sprach. Griff Remus mit beiden Händen nach dem dicken Wälzer, den Severus ihr mitgegeben hatte, und den sie bis morgen Mittag bis zur Hälfte gelesen haben musste. »Wirst du das zeitlich überhaupt schaffen?«, fragte er skeptisch. »Kommt aufs Thema an. Wenn es leicht zu lesen ist, könnte ich sogar das ganze Buch schaffen. Hauptsache, ich schlafe nicht ein wie bei dem einen Buch, das er mir mal gegeben hat. Das war schrecklich trocken geschrieben«, antwortete sie mit verzogenem Gesicht. Den Buchdeckel aufklappend, überflog Remus die Inhaltsangabe des Buches Bewusstsein, Mitwahrnehmung und Sentiment. »Ich hoffe, dass du da durchsteigen wirst, denn ich verstehe es nicht«, gab Remus offen zu, nachdem er die ersten Sätze vom Kapitel 1 gelesen hatte. »Warum gibt ihr dir so ein Buch? Es hat auf den ersten Blick nicht einmal etwas mit Zaubertränken zu tun.« Sie beugte sich zu ihm und dem aufgeschlagenen Buch hinüber. »Ich weiß ja nicht einmal, um was es geht.« Nachdem sie den Buchtitel zum ersten Mal gelesen hatte, seufzte sie. »Was hast du?«, wollte er wissen. Sie schürzte die Lippen und erklärte gleich darauf. »Das wird wieder so ein Hinweis von ihm sein. Langsam geht es mir auf die Nerven. Soll er doch einfach mal klipp und klar sagen, wie ich ihm helfen kann.« Für einen Moment wiederholte Remus ihre Worte in Gedanken, bevor er das Buch schloss und auf den Tisch legte. Er wandte sich ihr zu und blickte ihr direkt in die Augen. Mit bedächtiger und einfühlsamer Stimme sagte er, »Dass es euch um Severus geht und ihr euch mit ihm sehr intensiv befasst, das habe ich natürlich schon lange bemerkt. Aber ich wüsste zu gern, um was es geht.« Als sie nicht antwortete, weil sie offensichtlich innerlich mit sich selbst kämpfte, da zählte er ruhig auf. »Harrys Besuche wegen meiner Tagebücher, dann deine Besuche und dein Kreuzverhör neulich.« »Es tut mir leid, dass ich so aggressiv war, Remus. An dem Tag hatte ich eine kleine Diskussion mit ihm gehabt, bevor ich dich aufgesucht habe. Ich komme bei ihm einfach nicht weiter und ich befürchte, dass ich mit diesem Hinweis«, Hermine nickte hinüber zum Buch, »auch nicht vorankommen werde.« »Aber womit vorankommen?« Von Gewissensbissen geplagt, schaute sie ihn eindringlich an, bevor sie sich einen Ruck gab und flüsterte, »herauszufinden, was Severus vor 20 Jahren widerfahren ist.« Sie war sich im Klaren darüber, dass sie Remus nun viel mehr eingespannt hatte, als es Severus recht sein würde. Remus las in ihrer Mimik ab, dass sie Hilfe ersehnte, so dass er wissen wollte, »was soll ihm denn geschehen sein? Warum glaubt ihr, dass überhaupt irgendwas geschehen sein soll?« Für Hilfe jeder Art war sie dankbar, denn Albus und Severus hatten sich bisher geweigert, ihr brauchbare Informationen zu geben, und so griff sie nach diesem einen Strohhalm auch, wenn das bedeuten würde, Remus in alles einzuweihen. »Ist dir nie etwas an ihm aufgefallen?«, fragte sie sehr vorsichtig. Er nahm ihre Frage sehr ernst und wollte daher nicht übereilt antworten. Stattdessen setzte er alles daran, sich an Situationen zu erinnern, in denen ihm vielleicht tatsächlich etwas aufgefallen war. Bemerkt hatte er, dass Severus wenig umgänglicher geworden war, aber das hatte seines Erachtens mit dem Sieg über Voldemort zu tun. Die Furcht, als Spion entlarvt werden zu können, die Gewissensbisse wegen Albus Tod und die Flucht mit seinem Patensohn mussten ihn jahrelang extrem belastet haben und all das war mit Voldemorts Tod wie weggefegt. Remus erinnerte sich an den Tag,
als er mit Severus zusammen nach den Männern gesucht hatte, die Harry in Hogsmeade gesehen hatte. Die spätere Unterhaltung in seinem Zimmer in den drei Besen war einzigartig gewesen, weil sie das erste Mal tatsächlich unter vier Augen waren. Es war nicht von ihm beabsichtigt gewesen, Severus an Lily zu erinnern oder das Gespräch auf die gemeinsame Freundin zu lenken, aber es war geschehen und Severus hatte in diesem Moment so anders auf ihn gewirkt. An dem Abend, an dem Severus bei mir war, der Abend des Hogsmeade-Ausflugs, über den du mich ausgefragt hast, Hermine, da war ein Moment gewesen. Er hielt inne, weil er sich das Gespräch ins Gedächtnis zurückrief, welches er mit Severus geführt hatte, doch er konnte nicht mit dem Finger darauf deuten. Ich weiß nicht genau, er schien sehr bedrückt, denn kurz vorher hatten wir, wie ich es ja schon gesagt hatte, über Lily gesprochen. Remus blickte nachdenklich zu Boden. Kannst du das genauer erklären? Fragte Hermine zaghaft nach und er strengte sich sichtlich an, denn er kniff die Augen zusammen und massierte mit dem Zeigefinger und Daumen einer Hand seine Schläfen. Nach einem Augenblick erklärte er ein wenig unsicher. Ich weiß nicht genau, er schien sehr bedrückt, denn kurz vorher hatten wir, wie ich es ja schon gesagt hatte, über Lily gesprochen. Warum hattest du das Gefühl, dass er in diesem Moment so anders war? Nachdenklich hob und senkte Remus einmal die Schultern, bevor er seine Hände im Schoß faltete und auf seine ineinandergreifenden Finger schaute. Er fragte sich, ob es Severus' Gesichtsausdruck gewesen war oder ob es etwas anderes gewesen sein könnte, den ihn, den Schüler Severus, hatte sehen lassen. Wie vom Blitz getroffen, riss er den Kopf hoch und blickte Hermine an, als sich ihm die Antwort offenbarte. Natürlich, es waren seine Augen, Hermine. Wenig überrascht, sagte sie. Dachte ich's mir. Sie wollte ihm jedoch keine Suggestivfrage stellen, die seine Antwort beeinflussen würde, und so fragte sie einfach. Was war mit Ihnen, Remus? Sie... Er versuchte, die passenden Worte zu finden. Ich glaube, sie waren irgendwie heller. Nachdem wir über Lily gesprochen hatten, waren sie wie... Er schutzte und blinzelte mehrmals. Sie waren wie früher gewesen. Ich bin mir fast sicher, ich... Remus schien seinen eigenen Worten kaum Glauben zu schenken. Er stand von ihrer Couch auf und tigerte unruhig im Wohnzimmer umher, während er mit einer Hand über sein Gesicht fuhr. Hermine ließ ihn in Erinnerungen kramen, die seine vage Vermutung bestätigen würden. Seufzend näherte er sich ihr und er schien etwas aus der Fassung zu sein. Ich bin mir mit der Augenfarbe sicher, Hermine. Auch wenn es sich komisch anhören mag, aber als junger Mann hatte er eine hellere Augenfarbe. In diesem einen Moment, als wir von ihr gesprochen hatten, waren sie wie früher. Setz dich, Remus, sagte sie ruhig, während sie mit der Handfläche neben sich auf das Polster klopfte. Du bist nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Nicht? Fragte er erstaunt nach. Aber so etwas ist doch gar nicht möglich. Nachdem er sich gesetzt hatte, rief sie ihm ins Gedächtnis zurück. Du erinnerst dich sicher noch daran, als Harry dich wegen der Dementoren ausgefragt hat? Remus nickte und sie ahmte seine Bewegung nach. Wir dachten, dass Severus vielleicht eine Begegnung mit einem gehabt haben könnte, die ihm Teile seiner Seele gekostet hat und dass seine Augen deswegen dunkler geworden wären. Ja, von so etwas hatte Harry damals auch gesprochen. Allerdings wusste ich nicht, dass er das Gespräch auf Severus bezogen hatte. Er hat es sowieso sehr abrupt abgebrochen. Ihr denkt also nicht mehr, dass es der Kuss eines Dementors gewesen war, der jetzt ganz genau was ausgelöst haben soll? Fragte Remus mit einem Schmunzeln, denn aufgrund der ganzen Fragen von Harry und Hermine hatte er noch lange nicht herausbekommen können, nach was die beiden ihre Fühler ausgestreckt hatten. Er wusste nur, dass sie wegen Severus einige Nachforschungen anstellten und das schon seit geraumer Zeit. Mit einem liebevollen Lächeln auf den Lippen blickte sie Remus an und entschloss sich dazu, ihren langjährigen guten Freund vollends einzuweihen. Severus hat angefangen, Harry auf etwas aufmerksam zu machen und je näher wir der Sache kommen,
Je mehr wir Fragen stellen und je mehr Theorien wir aufstellen, desto verschlossener wird er. Neulich hat er mir sehr deutlich gesagt, dass ich aufhören soll. Mit was aufhören, Hermine? Ihm zu helfen. Ich soll aufhören, meine Nase überall hineinzustecken. Das waren seine Worte. Er hat gesagt, ich soll mich aus seinem Leben heraushalten. Ich habe ihn an dem Abend, bevor ich zu dir gekommen bin, sehr gereizt. Gestand Hermine mit reumütiger Miene. Besorgnis war herauszuhören, als Remus fragte. Er hat dir aber nichts angetan, oder? Sie schüttelte den Kopf. Nein. Er hat mich zwar mit seinem Zauberstab bedroht, aber es ist nichts geschehen. Ich hatte nicht einmal Angst vor ihm. Sie lächelte Remus an und fügte gezwungen aufmunternd hinzu. Kaum zu glauben, oder? Du hattest nie Angst vor ihm gehabt, sagte er selbstsicher, denn er erinnerte sich an das eine Jahr, in welchem er Hermine als seine Schülerin bezeichnen durfte, und ihr Umgang mit Severus war ihm nicht entgangen. Ihre Wissensbegierde hatte sie dazu angetrieben, selbst den von allen anderen Schülern gefürchteten Zaubertränkemeister mit Fragen zu löchern, auch wenn es sie oft Hauspunkte gekostet hatte. Gedanken verloren, blickte Hermine zum Buch hinüber und flüsterte. Er will mich loswerden, damit ich nicht mehr herumschnüffle. Und das bedeutet hoffentlich, dass ich sehr nah dran bin. Remus nickte. Er hat vorhin gedroht, deine Ausbildung zu beenden, wenn du das Buch nicht liest. Sie blickte erstaunt auf, sodass er verlegen erklärte. Wir haben durch die Tür nur Gesprächsfetzen gehört, aber es schien mir eher, als wollte er dich keiner Gefahr aussetzen. In Erinnerung an ihr letztes Gespräch mit Severus schnaufte sie herablassend und gab Remus zu verstehen. Stattdessen will er sich der Gefahr aussetzen, weil ihm sein eigenes Leben offenbar keinen Pfifferling wert ist. Er kann auf sich aufpassen, verteidigte Remus seinen ehemaligen Schulkameraden und Ordensbruder. Er sagte einmal, er wüsste nicht mehr, wie lange er noch... Remus schien besorgt. Wie lange er noch was? Ihre Stimme war unruhig, als sie leise sagte. Er hat den Satz nie beendet, Remus. Wir dürfen uns unseren Teil selbst denken. Mitfühlend nickte Remus. Er konnte sich vorstellen, was Severus momentan durchmachen könnte. Der Krieg hat die Menschen sehr belastet, Hermine. Severus ist auch nur ein Mensch. Und es wäre verständlich, wenn auch er eines Tages unter all der Last zusammenbrechen würde, die er zu tragen hatte. Und vielleicht ist jetzt dieser Moment gekommen. Man hatte gerade ihm nicht wenig aufgebürdet. Vielleicht leidet er wie viele andere an den Folgen der Kriegsjahre und ihr, Harry und du, interpretiert da viel zu viel hinein. Sie verneinte auf nette Weise und hielt dagegen. Die vielen Hinweise deuten darauf hin, Remus, dass etwas vorgefallen sein muss, was unmittelbar mit dem Tod von Lily in Zusammenhang steht. Remus lächelte gequält, bevor er gebrochen gestand. Der Tod von Lily und James hat so einige von uns verändert. Warum nicht auch ihn? Hat sich deine Augenfarbe auch verändert? Ihre rhetorische Frage war ein klares Zeichen, denn diese Merkwürdigkeit bei Severus konnte sicherlich nicht durch einen Schicksalsschlag entstanden sein, und es war auch nicht an den Haaren herbeigezogen, denn er selbst hatte das bei Severus bemerkt. Was Remus bisher zu hören bekommen hatte, machte für ihn jedoch wenig Sinn. Er fragte sich, warum Hermine geglaubt hatte, Severus wäre von einem Dementor geküsst worden, denn das würde noch ganz andere Merkmale mit sich bringen als nur eine dunkle Augenfarbe. Remus hörte sich ein wenig enttäuscht an, als er sagte, »Du hast mir noch immer nichts Genaues gesagt, und ich kann mir aus all dem, was ich nun weiß, keinen Reim machen.« »Oh«, machte sie. Sie lächelte gezwungen und zog den selbstironischen Vergleich. »Dann geht es dir ja genauso wie mir. Die ganzen Informationen bringen mich einfach nicht zu einem Resultat. Severus schweigt.« Resignierend schüttelte sie den Kopf. Man konnte ihr ansehen, dass sie unzufrieden mit sich selbst war, dass sie daran zweifelte, Probleme lösen zu können, was ihr früher stets gelungen war. Sie war an ihre persönlichen Grenzen gestoßen, und das zermürbte sie. Mit ihm ist damals
irgendetwas geschehen. Etwas, das ihm seine Fähigkeit genommen haben musste, empfinden zu können. Erneut blickte Remus auf den Buchtitel und las laut vor. Bewusstsein, Mitwahrnehmung und Sentiment. Ich kann verstehen, warum du glaubst, dass dieses Buch einen Hinweis beinhalten könnte. Ich frage mich aber, ob du nicht vielleicht einem Phantom nachjagst. Einem Phantom? Wiederholte sie ein wenig erbost. Ich bin nicht die Einzige, der aufgefallen ist, dass Severus sich verändert und dass bestimmte Dinge oder Situationen bei ihm Gefühlsausbrüche auslösen können. Draco hat es bemerkt. Und natürlich Harry. Selbst Sir Nicholas ist das mit der Augenfarbe aufgefallen. Glaubst du, wir alle haben nur eine Sinnestäuschung erlebt? Wenn es keine Einbildung ist, beruhigte Remus sie. Was soll es sonst sein? Genau das versuche ich ja herauszufinden. Er ist... Sie stoppte sich selbst. Es war eine Sache, für sich selbst die Diagnose aufzustellen, dass Severus depressiv war, aber es auszusprechen war etwas ganz anderes. Er ist was? Remus legte den Kopf schräg und wartete darauf, ob sie antworten würde oder nicht. Ich glaube, er ist ernsthaft gemütskrank, Remus. Aber ich glaube nicht, dass das nur durch den Krieg kommt. Er hat sich aufgegeben und das habe ich, nicht nur ich, oft genug heraushören können. Hermine hatte genauso geklungen, als sie Severus' Zustand beschrieben hatte. So gelassen wie möglich, denn das Gespräch gab ihm viel zum Nachdenken, lehnte sich Remus mit dem Rücken an die Couch. Seinen Blick hatte er starr auf das Buch auf dem Tisch gerichtet, während er sich fragte, ob es Severus im Augenblick wirklich so ergehen könnte, wie es ihm selbst direkt nach dem Tod seiner besten Freunde ergangen war. Fellini hüpfte unerwartet auf seinen Schoß, um sich streicheln zu lassen, und Remus tat dem Tier den Gefallen sehr gern. Dem unerwarteten Murmeln seiner Gastgeberin neben sich lauschte er gespannt. Warum bietet mir ein Mann, der Menschen und besonders mich nicht ausstehen kann, eine Stelle an, von der er weiß, dass ich sie höchstwahrscheinlich annehmen würde? Ohne sich zu äußern, versuchte er selbst, eine Antwort auf diese Frage zu finden und er horchte auf, als Hermine wieder mit sich selbst sprach. Er hält mich für 9-mal klug und besserwisserisch, für aufdringlich. Vielleicht bin ich das sogar. Remus musste verschmitzt grinsen, obwohl er niemals zustimmen würde. Nachdem er mich 6 Jahre lang gedemütigt hat, nimmt er mich als seine Schülerin auf, als hätten wir nie Probleme miteinander gehabt. Remus wandte seinen Kopf, um Hermine anzusehen, doch er bemerkte schnell, dass sie in Gedanken versunken war und ihn nicht einmal mehr zu beachten schien. Während der Ordenstreffen, die Harry damals geführt hatte, durfte er bereits mit Hermines Art, über etwas nachzudenken, Bekanntschaft machen. Der Kniesel auf seinem Schoß hatte sich niedlich zusammengerollt und ließ sich kraulen, während ihm derweil ein wohltuendes Schnurren entwich. Nach der Ordensverleihung ist es uns aufgefallen, sagte sie und nickte dabei langsam. Es hat angefangen, als Harry ständig um ihn herum war. Remus hob die Augenbrauen, blieb jedoch stumm, um ihren Gedankenfluss nicht zu unterbrechen. Dann hat er Harry diesen merkwürdigen Hinweis gegeben, dass er geglaubt hätte, jedes Gefühl vor 20 Jahren wäre für immer begraben worden, dass nur noch Hass geblieben wäre. Sie sprach sehr deutlich, wenn auch zu sich selbst, und Remus hörte sehr aufmerksam zu, weil ihre Äußerungen sehr interessant und für ihn völlig neu waren. Alles wäre für immer verloren, wenn man dem ausgesetzt gewesen wäre, hätte jemand gesagt. Welcher jemand? Es kann nur Albus gewesen sein. Ganz sicher hat Albus das gesagt. Bei diesen fesselnden Neuigkeiten konnte Remus nun nicht mehr entspannt sitzen, weswegen er sich leicht nach vorne beugte, ohne Fellini von seinem Schoß zu verscheuchen, damit er weiterhin an Hermines Lippen hängen konnte. Es wäre notwendig gewesen. Es hätte keinen anderen Weg gegeben, waren seine Worte. Rief sie sich ins Gedächtnis zurück. Sie kommentierte die Informationen, wie sie es schon oft getan hatte. Warum war es ausweglos? Es gibt immer mehrere Wege. Was hat Severus noch gesagt?
Sie dachte angestrengt nach und kam auch auf die letzten Worte, die sie von Harry kannte. Kein normaler Mensch hätte die Rolle so lange durchhalten können. Damit kann nur die Rolle als Spion gemeint sein. Am Ende war es seine Entscheidung, hat Severus gesagt. Vorher nicht? Vielleicht hat man ihn zu etwas gedrängt. Albus könnte ihm einen Vorschlag gemacht haben und... Was haben die beiden nur getan? Warum ist danach nur noch Hass geblieben? Es muss einen Grund gegeben haben, dass Severus Harry davon erzählt hat. Er will Hilfe. Zu dem Zeitpunkt wollte er Harry auf etwas aufmerksam machen. Und er muss gewusst haben, dass Harry mit Ron und mir darüber reden würde. Wir haben immer über alles geredet. Ihre Stimme war zum Ende hin zu einem leisen Säuseln geworden, was Remus an das entfernte Zirpen einer Grille erinnert hatte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.